Trommeln und Hörner erklangen jetzt an der Wasserwerkstraße. Anlass für die musikalische Einlage war die Grundsteinlegung im entstehenden Neubau des Schützenhauses der Halterner Schützengilde. Das erste Halterner Landsknechts-Fanfarenchor überraschte die Gäste dazu mit einem Ständchen. Endlich ist es soweit, kann man einfach nur sagen. Wie heißt es so schön? Was lange währt, wird endlich gut. Die Schützengilde beschäftigt sich schon seit rund 30 Jahren mit diesem Thema und jetzt sind wir endlich so weit, dass wir was sehen können, dass wir was anfassen können und dass wir im nächsten Jahr das Gebäude dann auch entsprechend nutzen können. Im Zelt. Pläne und Ansichten des geplanten Neubaus. Rund 2000 Quadratmeter Fläche sollen den Halterner Schützen demnächst zur Verfügung stehen. In einem weiteren Areal sind Lagerräume für die Zwecke der Kompanien eingeplant. Wir haben hier unseren klassischen Luftgewehrschießstand. Das heißt, so ein Schießstand für Luftdruckwaffen heißt es richtig. Ein wettkampffähiger Schießstand mit 10 Bahnen. Dann natürlich die Sozialräume, die dazugehören, die Toilettenräume, die Kühlräume und Aufenthaltsraum und Sitzungsraum für unsere Vereinsmitglieder. Der große Augenblick naht. Ein Behälter mit der aktuellen Tageszeitung und weiteren Relikten wird in die Wandnische gelegt. Bürgermeister Bodo Klimpel, Vorsitzender Axel Schmähing und die amtierenden Majestäten legen mit Hand an, um die Mauerlücke mit Mörtel zu füllen. Neben den vergebenen Gewerken sollen etliche Arbeiten in Eigenleistung durch die Schützen ausgeführt werden. Der weitere Ablauf sieht so aus, dass Rohbau, das Mauerwerk, bis Mitte Oktober, bis Mitte nächsten Monats fertig sein soll, sodass dann der Dachstuhl und das Dach drauf kann. Geplant ist dann, die Fenster noch einzubauen, sodass wir im November, Dezember das Gebäude rundherum verschlossen haben und dann selber mit unseren eigenen Mitgliedern an den Innenausbau gehen können. Die Schützengilde Haltern ist mit dem bisherigen Baufortschritt zufrieden. Sie hofft, das neue Gebäude im kommenden Jahr beziehen zu können. In Gedenken an die Flugzeugkatastrophe überreichte Vorsitzender Schmähing am Rande der Veranstaltung rund 3.000 Euro für das Josef-König-Gymnasium.